kein Upload-Filter, der zwar nicht gefordert wird explizit in den Artikel, ja, aber er wird nicht so genannt. Er ist wohl die einzige Konsequenz daraus. Trump will jetzt auch keine Mauer mehr bauen, er will nur ein Zäunchen errichten. Richtig, ein Mexiko-Filterchen. Voraussichtlich. Nice, das ist ja wundervoll. Und damit hallo und herzlich willkommen. Leute, es brennt. Gut, dass wir hier sind. Es brennt hinten und vorne überall und vor allem im Internet. Das sagen vor allem die Pornostars immer. Ja, ich weiß. Haben wir das eigentlich gestartet? Wir müssen die Zeit doch starten. Wir sind doch hier so unprofessionell wieder. Ja, und dann bewege ich mich auch noch. Dann hört sich nämlich der Sound hier am Mikrofon ganz anders an. Aber das macht ja den Charme aus. Hallo Leute, willkommen bei einer neuen Folge des Brennpunkt Internet. Lange ist es her. Die Internetfeuerwehr, hast du gesagt, sind wir. Wir löschen den Brand. Richtig. Indem wir die Themen für euch richtig schön einordnen. Wir rutschen alle Stangen runter und haben das, dicke Schläuche. Das sagen die Pornostars auch immer. Siehst du? Nice. Hallo, schön, dass ihr alle wieder zahlreich eingeschaltet habt. Es ist natürlich eine Weile her, weil irgendwie gehört das einfach zum guten Ton. Mal keinen Bock gehabt oder mal Besseres zu tun. Oder, ja. Leute, das wird nicht nochmal vorkommen. Nie wieder. Nie wieder passiert das. Es ist Krankheit im Hause gewesen. Ja, blamed bitte das und nicht uns. Aber jetzt ist alles wieder beim Alten. Es ist unser Ehrenwort. Ich wiederhole unser Ehrenwort. Es wird nie wieder ausfallen. Ja. Zitat Uwe Barschel. Nice. Also Leute, ihr wisst ja, was los ist. Das große, große Thema, was alles überschattet die letzten Wochen im Internet, es passiert eigentlich gar nichts anderes, ist ein alter Schuh, Artikel 13. Ah, ja. So, und da kann ich dir direkt auch sagen, ich weiß, das mit Artikel 13 wird nicht gut laufen. Weißt du auch, warum? Warum? Ich habe einen Opa, ja. Der hat jetzt schon seit 10 Jahren tausende Krankheiten. Und dem haben sie mittlerweile bestimmt an jedem Fuß so 1-2 Zehen abgenommen. Und er kann echt nicht mehr richtig gut laufen. Mhm. Und wenn Artikel 13, ja, der hat nur 3, kann nichts werden. Das ist ein guter Vergleich tatsächlich. Ja. Das kann wirklich nichts werden. Ja, die kamen früher auch mit Upload-Filtern klar. Ja, warum sollten wir damit nicht auch klarkommen letztendlich? Ja, und ich meine, guck doch mal den Chinesen zum Beispiel mit ihrem zensierten Internet. Den geht es doch auch voll gut. Es gibt ja voll viele von denen. Oder auch, ja, richtig. Und Nordkorea, ja, da beschwert sich auch keiner. Nordkorea sind weltweit bekannt. Naja, und die dürfen sich gar nicht beschweren, ja. Also, ja, können auch gar nicht. Schön. Und haben wir das Thema abgehakt. Ja, aber das Lustige ist ja, dass der Typ, der das vorangetrieben hat, so Axel. CDU-Politiker Axel Voss heißt, ja, glaube ich. Ja, an den habe ich einen Tweet gesendet, der ging viral, wie scheiße. Habe ich gar nicht gesehen, leider. Ich bin ja nicht so Twitter-affin, leider. Folgst du mir etwa nicht auf Twitter? Sollten ganz schnell alle machen. Doch, folgt uns auf Twitter. Ich habe auch Twitter, aber ich bin da ganz wenig drin. Wir bräuchten vielleicht mal einen Brennpunkt. Wenn wir dann ganz groß sind, brauchen wir spätestens einen Brennpunkt-Internet-Twitter-Account. Ja, auf jeden Fall. Da können wir allen folgen. Da können wir auch immer alle Politiker beleidigen damit und so. Bis wir gesperrt werden. Wir können dann so versuchen, so eine Challenge zu machen. Wer am meisten Politiker verschreckt und wer am meisten blockiert wird. Ja, doch. Stimmt. Was ich sagen wollte, ist, dass der ja behauptet hätte, all diese Leute, die diese Petition unterschrieben haben, das wären ja alles nur Bots und das sind alles Google-Adressen und so. Da gibt es ja jetzt diesen tollen Gag bei den Demos, die es da gab in Köln. Das sind ja, hier sind 2500 Bots auf der Straße und demonstrieren. Hier seht ihr, da ist ein Bot. Die Menschen gibt es alle eigentlich gar nicht. Ja, das ist natürlich ein Meme geworden, was mittlerweile schon fast totgetreten wird, aber es ist natürlich eine gute Sache. Es ist wirklich schön, dass so viele auf die Straße gehen. Wobei, und da kommen wir jetzt bei einem späteren Thema nochmal drauf, ich finde es ein bisschen schade, dass gerade bei dieser Sache, die eigentlich, ja, global gesehen, was so los ist, und darüber unterrichten wir die Leute ja immer, ist es eigentlich ein ganz kleiner Teil so. Ja. Und da gehen die Leute auf die Straße, weil sie es natürlich am eigenen Leib spüren, wenn sie keine Shitpostings mehr machen können. Wobei Pegida ja mehr Leute sind immer noch, ja? Ja, na, da geht's ja, das ist ja auch, ne? Ist auch, ja. Da geht's ja auch. Wenn so viele Ausländer hier reinkommen, da die können wir ja irgendwann auch keine Memes mehr posten, weil die das ganze Internet besetzen. Die wollen ja auch quasi einen Filter errichten. Ja. So ein Flüchtlingsfilter quasi. Möchte Trump ja auch. Richtig, der hat auch den Notstand ausgerufen, weil seine Marmelade leer war. Alter, so viele, so viele Themen heute. Aber wir müssen echt noch ein bisschen bei Artikel 13 bleiben. Vielleicht, und das habe ich ja auch festgestellt, wir unterrichten die Leute überhaupt nicht, was denn los ist. Ja? Richtig. Es könnte ja da draußen eine Person geben, die noch nie was von Artikel 13 gehört hat. Ja, uns hören auch Vollidioten zu. Also ich wollte sogar sagen, fast nur ausschließlich. Ja. Aber es gibt auch die nicht wissen, was Artikel 13 eigentlich ist. Das ist ein Paragraph, meine Damen und Herren, der regeln soll, dass große Plattformen meine ich, wie... Plattformen ist eigentlich gar nicht, ist ein guter Neologismus in dem Fall. Danke. Sollen dazu aufgefordert werden, Urheberrechte zu erhalten
Und dies kann wohl nur passieren durch einen Upload-Filter, der zwar nicht gefordert wird explizit in den Artikel, ja, aber er wird nicht so genannt. Er ist wohl die einzige Konsequenz daraus. Trump will jetzt auch keine Mauer mehr bauen, er will nur ein Zäunchen errichten. Richtig, auch ein Filterchen quasi, ja. Ein Mexiko-Filterchen. Ja. Und letztendlich ist es bei Artikel 13 auch so, die Uploader müssen zahlen dafür, für diesen Filter. Ja. Fand ich ganz gut, um das mal als Vergleich zu erbringen, ganz kurz für wirklich Leute nochmal kurz umrissen, die es gar nicht wissen. Es soll ja die Plattform in Verantwortung gehen und vorher Lizenzen kaufen für potenziell Sachen, die hochgeladen werden könnten, also ganz abstrus. Ja, theoretisch das ist es auch so, wenn du was hochlädst, muss YouTube das Video erstmal angucken. Es muss quasi schon in der Datenbank sein, um zu erkennen, du darfst es gerade nicht veröffentlichen. Mhm. So, und ganz schön war, dass die CDU, beziehungsweise der EU-Part von der CDU, die auch einen Twitter-Account haben, hat ein Video von James Blunt hochgeladen, was sehr veraltet ist. Da geht es nämlich auch um irgendwelche Urheberrechte, aber das ist nicht von diesem Jahr, sondern von letztem oder vor 2 Jahren oder so. Mhm. Und das hat der Account hochgeladen und ich glaube nicht, dass der die Lizenz hat für dieses Video. Und da habe ich mich auch hingetweetet und habe gesagt, hey, könnt ihr mir mal kurz sagen, wo ihr die Erlaubnis her habt? Oder ich habe das Video jetzt leider nicht sehen können, weil das wurde leider geblockt. Es ist genau das Gleiche und das wollen sie verhindern. Die CDU hat sich sowieso ganz kurz entschlossen, sich umzuentscheiden. Im Koalitionsvertrag hieß es nämlich noch, dass der Upload-Filter und Artikel 13 völlig überzogen sind und dass das wohl nicht sein kann. Und jetzt haben sie es halt doch dafür gestimmt. Das ist ja auch das große Ding, was man der CDU ankreidet. Erst versprechen, nein, wir sind gegen den Upload-Filter und mit uns ist es nicht zu machen. Aber gab es das in der Historie der Menschheit schon mal, dass ein Politiker was gesagt hat und was anderes gemacht hat? Es ist völlig neu, also alle sind völlig überrascht davon. Das sind die CDU-Leute ja in dem Sinne Vorreiter, sollte man sie eigentlich preisen dafür. Richtig, und man kann auch das der AfD noch gar nicht ankreiden, weil sie noch gar keine Regierungsverantwortung haben. Die können noch gar nicht richtig lügen. Ja. Also nicht in Regierungsverantwortung zumindest. Und die CDU ist da jetzt völlig, hat diese Methode der Flunkerei quasi ganz neu eingeführt in der Politik und das schockiert natürlich alle. Ist genial. Das Ding ist, dass die SPD da ja mit drin hängt. Das war ja der Koalitionsvertrag unter den beiden. Und da gab es auch die schöne Aktion. Die ist gespalten, die SPD. Natürlich. Mhm. Heutzutage sind auch alle gespalten. Komm. Ja. Es gab das schöne Ding, dass die Petition, die ja gegen Artikel 13 gemacht wurde, übergeben wurde. Und da wurde nochmal die Politikerin, frag mich nicht, wie sie heißt, die heißen auch alle gleich und sehen alle gleich aus. Ihr wisst doch, wen ich meine. Wurde dann nochmal mit dem Koalitionsvertrag zusammen fotografiert. Und das fand ich sehr schön. Sie wurde nicht vorgewarnt, hat gesagt, oh, hättet ihr mir aber vorher sagen können. Es war das Gleiche, als die Nahles und so noch gesagt hat, vor den Koalitionsverhandlungen, es war sogar auf Wahlplakaten, eine Stimme für die SPD ist eine Stimme gegen Merkel. Was ist passiert? Große Koalition, CDU ist wieder an der Macht und dann hat Nahles, gibt auch so ein Bild, wie sie ihren Ministerposten, so was war das denn? So eine Akte in die Kamera hält und so lächelt, ich bin jetzt Ministerin, lustig. Aber die noch gesagt hat, wir koalieren nicht mit der CDU erneut. Das machen die ständig. Die SPD, das sind ganz üble Menschen. Und das wurde fotografiert, war das eine Aktfotografie? Das war eine Aktenfotografie quasi. Okay. Schön. Ja, also ich finde es gut, dass viele Leute dagegen auf die Straße gehen. Das macht euer Hakenkreuz an der richtigen Stelle bei der nächsten Wahl. Eben. Auf die Straße gehen machen sonst nur Leute, die prostituiert sind. Ja. Und jetzt prostituiert sich das junge Volk für die Influencer, denn das ist auch eine große Kritik, dass die Leute ja nur manipuliert werden von den großen Leuten, sich quasi keine eigene Meinung bilden, sondern ihren eigenen YouTube-Stars nur hinterherrennen. Das persönlich finde ich tatsächlich auch ein fader Beigeschmack bei der Sache. Und die nächste Sache, die ich auch ein bisschen ankreiden muss, ist, hast du mal so ein bisschen Bilder davon gesehen? Aber das ist jetzt auch nicht speziell für die Demo, sondern generell, dass das irgendwie so, also ich nehme das neueste Beispiel, das war jetzt gestern war es. Wenn ihr das hört, vorgestern war wieder Demo in Köln und da ziehen sie ja rum und haben dann ihren Wagen, wo dann Musik läuft, Maxim Neus, so ein YouTuber, der singt dann so ganz gefühlvoll, wir sind hier, wir sind laut, so, weißt du, und ich weiß nicht, es hat alles eher so dieses Gefühl von, wir gehen jetzt hier mal hin und haben eine gute Zeit, statt wir sind wirklich wütend und zeigen jetzt mal irgendwie, ich verlange auch nicht, dass die Leute jetzt irgendwie die Stadt einreißen, ja. Aber ich weiß nicht, es hat immer so dieses Gefühl von, oh, das ist hier so ein Event, da nehmen wir mal dran teil. Ja, du meinst wie in Chemnitz damals, dieses Wir sind mehr, wo nur so viele Leute kamen wegen den toten Hosen und wegen den Toten. Und wegen den Toten. Ja.
die ja dann tot gemacht worden sind eine Woche vorher. Ja. Ja, es ist seltsam, aber ich finde trotzdem, dass es ja, dass Menschen auf der Straße sind und irgendwie für einen Zweck, die sind ja ich finde auch gut, offiziell unter dem Deckmantel sind sie ja trotzdem da, des Demonstrierens. Und ich finde, wenn man schon demonstrieren geht, dann kann man das ja auch mit einer guten Laune machen und so machen, ja, wir sind nette Menschen und das ist doch schöner als Pegida, die dann rufen so, absaufen, absaufen. Ja, ich verstehe deine Ambivalenz. Ich sage ja nicht, dass ich das schlecht finde. Ich sage nur, dass ein Beigeschmack der ganzen Sache. Wenn du dir überlegst, ja, Ost und West ist getrennt, ja. Wir haben damals eine Mauer stehen und die Leute kommen hin. Wir sind hier. Wir sind so gefühlvoll, ja, und haben eine gute Zeit. So, ich weiß nicht. Das hat irgendwie nicht so den Impact. Da muss halt. Wo ist David Hasselhoff, wenn man ihn braucht? Oder wo sind die wo war das denn? Die G20-Demonstranten, ja, wenn man die mal braucht. Stimmt. Maxim Neuss könnte man halt auch einfach mal anzünden und da würde man ein deutlicheres Zeichen setzen. Oder irgendwelche CDU-Parteizentralen so, wenn die mal so, richtig, wenn man mal da anklopfen würde zumindest und sagen würde, mit einem Molotow-Cocktail mal an die als Beispiel Tür klopfen. Cocktails, genau, wie auch immer die nennen, wie man die nennt, Sex on the Beach oder so. Was du gerade noch gesagt hast mit den Influencern, dass man denen so sehr folgt, das lese ich gerade sehr oft. Mhm. Aber es gab es doch schon immer in der Geschichte, dass man Menschen gefolgt sind, die... Das hat es schon sehr erfolgreich gegeben. Schon sehr erfolgreich, was auch schon die halbe Welt zerstört hat. Ja. Erinnern wir uns mal an die 80er, wo allen solchen Leuten wie Nena und Dieter Bohlen hinterhergerannt sind. Das hat schon ein großes Leid über Europa gebracht. Das stimmt. Bis heute. Ich sage ja, wie gesagt, nicht, dass es schlecht ist, nur dass es ein kleiner, fader Beigeschmack ist. Das ist ja auch nicht so, dass die eins zu eins die Meinung da propagieren und dann sagen die, und die Kritik an Artikel 13 ist ja, ich wollte einfach nur versuchen, den Versuch unternehmen, so ein bisschen zumindest differenziert hier, ja, wenn wir hier schon so viel Quatsch erzählen, dass wir einfach ein ganz klein bisschen versuchen, die andere Seite zu beleuchten. Ich muss ja auch mal Respekt ausrichten, also Props an Christian Solmecke, der sich da gerade so mega für einsetzt, der jetzt jeden Tag Videos macht zu Artikel 13 und sagt, Update hier und der hat bei der Demo mitgemischt, hat Livestreams gemacht und aufgeklärt und also einfach Props an Christian Solmecke. Sag ich wieder die Gegenseite, gibt halt gut Klicks und Abos, ne? Ist gerade ein gutes Thema. Ja, das ist keine Frage, das machen ja alle. Das ist keine Frage, aber es richtet auch gleichzeitig wieder die Aufmerksamkeit darauf. Natürlich. Weil Solmecke und, weißt du, ist da noch so, viele Abonnenten haben. Es ist immer so ein Für und Wider. Ich wollte doch einfach nur mal ein bisschen, ja, aber ich wollte jetzt nicht das 20. Mal, Artikel 13 ist scheiße, Gebäsche und Berichterstattung machen, sondern einfach versuchen. Ist ja auch egal. Ich glaube sowieso, dass es alles gar nicht so schlimm ist. Ja, wir hatten ja auch, ich habe es das letzte Mal schon angesprochen, glaube ich, ESGVO, oh, alle hatten Angst, oh, alles wird sich jetzt ändern für uns, es hat sich nichts verändert. Ja, nichts. Auf der anderen Seite steht da halt trotzdem ein Tool so zur Verfügung, wo man zur Not noch sagen kann. Wenn es dann kommt, wenn es dann kommt. Ja, ich glaube noch nicht ganz dran. Und es ist auch noch nicht durch. Wir werden sehen. Wir werden einiges sehen. Denn es gibt noch viel mehr Themen. Im Gegensatz zu Ray Charles und Stevie Wonder werden wir das noch sehen. Ja. Und noch eine Person. Billiger Blindenwitz, ja. Es gibt nämlich ein neues Thema für uns. Und ich habe es zusammengefasst unter Karl Lagerfeld und stirbt beim Aufprall. Ja. Was ist denn da los? Karl Lagerfeld. Ich hätte es echt nicht erwartet. Es kam sehr, sehr überraschend. Als wir Anfang des Jahres noch überlegt haben, wer stirbt denn dieses Jahr, war der nicht in meinem Mindset drin. Ich habe eher an Roberto Blanco gedacht oder Alice Cooper und solche Geschichten. Aber jetzt der Lagerfeld, ich dachte eigentlich, der ist viel jünger. Nee, jetzt nicht mehr. Also jetzt ist. Aber betrifft dich das? Ist das eine Person, wo du sagst, oh. Ich finde es ein bisschen geheuchelt, was jetzt gerade passiert, wie bei vielen toten Prominenten. Er war ja so ein Held, hat so viel Kluges gesagt, der hat viel Blödsinn erzählt, er hat sich auch sehr flüchtlingskritisch geäußert und frauenfeindlich und gegen dicke Menschen und solche Geschichten. Ja, aber dicke Menschen, ne? Also es gibt Menschen, da sage ich, ach schade, dass du tot ist, und es gibt Menschen, wo ich sage, ja, alle sterben mal. Und ich habe übrigens... Und dann gibt es Karl Lagerfeld, wo du applaudierst und... Genau, ich hab Tränen geweint. Tränen gelacht, nein, ich habe geweint, ganz bitterlich, weil ich am selben Tag noch einen Witz gemacht habe über Karl Lagerfeld. Ich habe irgendeiner Freundin den Witz geschickt, weil sie hat mir ein Bild geschickt von Karl Lagerfeld, wie er lächelt, und der muss ja ganz furchtbare Zähne gehabt haben zum Schluss. Da habe ich noch geschrieben, er hat wohl die Kontrolle über seinen Zahnarzt verloren, haha. Und dann lese ich, schicke die Nachricht ab, mache die App zu, gehe auf Facebook und lese, Karl Lagerfeld ist gestorben. Instant Karma. Instant, ich glaube, er hat es gespürt. Du hast Karl Lagerfeld umgebracht mit deinem Scheiß. Ich nehm's auf mich. Nee, ich finde das gut so. nee, scheiß auf deine Aussagen gegen Flüchtlinge und so, habe ich noch nie von gehört, aber schon alleine dieses irgendwie,
Wir hatten es nämlich in Barcelona auch, ja. Ich war vor einer Woche in Barcelona und da hieß es irgendwie, hat er nicht irgendwie auch gesagt, wer in einer Jogginghose rumläuft, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, genau. Guck mich an, wo sitze ich, wie sitze ich hier gerade rum? Er hat einfach Unrecht, also heutzutage sieht man doch ständig junge Leute in Jogginghosen. Das Problem ist einfach, wer zur Hölle bist du denn, um irgendjemand vorzuschreiben, was zur Hölle er anziehen soll? So. Er war einfach arrogant. Also wer Leute, die sowas sagen sollen, bitte sterben. Oh. Oh, scheiße. Ich habe so eine schöne Karikatur, wo Karl Lagerfeld im Himmel vor Gott steht, der eine Jogginghose trägt und Gott dann so sagt, ja, dann Tod kam für alle überraschend. Nice. Lollig. Ja. Ja, Karl Lagerfeld, also das große Promi-Sterbejahr beginnt. Wir haben einige verloren. Wer war es denn bisher? Karl Lagerfeld? Wer ist noch gestorben? Keine. Das ist Wichtiges. Echt? Doch, doch, hier Bruno Ganz. Ja, der Hitler-Darsteller. Nein, 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 nein. Der ist doch, gestorben. Doch, doch. Doch, doch. Er das hat gestorben. Der Tod gesagt. Er kann jetzt seiner großen Rolle persönlich begegnen. Der, da gab es tatsächlich international sehr viel Mitgefühl, weil der ist halt diese Szene, wie Hitler erfährt, dass die Operation, was weiß ich, wie sie heißt, fehlschlägt aus der Untergang. Die ist natürlich ein großes Meme, ja. Die dann immer wieder anders untertitelt wird. Und da haben die Leute natürlich gesagt, oh, das ist ja sehr schade. Und der war ja auch kein schlechter Schauspieler, also das muss man schon sagen. Ja, ich kenne ihn auch nur vom Namen und von diesen Memes halt. Ich habe ihn gar nicht so verfolgt. Ich lese ständig irgendwelche Leute, die gestorben sind und große Schauspieler und ich kenne die immer alle gar nicht. Hm. Ich bin einfach nicht drin in dieser ganzen Szene. Obwohl naja, alle, die nicht Tino Ranacher heißen, sind halt auch einfach keine großen Schauspieler. Alles, was ich gerade sagen, ist. Ja, also ich eigentlich ist in meinem Leben bin nur ich selbst relevant, auch in meinem Leben. Nice. Und wenn ich mal sterbe, werde ich sehr betroffen sein. In meinem Leben bist auch nur du relevant. Das ist ein guter Zufall. Oh, danke. Ja, das freut mich. Und es ist ja auch Voraussetzung für sämtliche Zusammenarbeiten und Freundschaften, die ich pflege. Wenn man mich nicht an erster Stelle stellen kann, dann hat es für mich keinen Sinn, letztendlich. Nice. Lass uns nicht mehr über Karl Lagerfeld reden, weil nein. Ich meine, der ist vergangen. Er kann sich nicht mehr wehren. Ja. Gut, dann habe ich ein neues Thema. Ein ganz großes. So. Mein Penis. Ähnlich groß. China. Ah, ja. China hat nämlich BBC offline genommen, beziehungsweise wie sagt man offline, also off-air, sagt man ja. Ja, genau. Weil sie ein muslimisches Konzentrationslager kurz erwähnt haben. So. So, und da muss man sagen, das ist aber der richtige Weg. So, oh, die haben was gesagt. Ja. Dann, na, wenn schon Diktatur, das fällt dann nicht auf. So. Ja. Und das ist dann natürlich internationale Nachricht. Wo ich aber dann auch gelesen habe, dass das gar nicht so unoft passiert, dass das schon gang und gäbe ist, sozusagen. Ich muss aber auch sagen, ich finde China eh viel zu inkonsequent, was ihre Diktatur angeht. Es wirkt auf viele Menschen immer noch wie eine Demokratie, aber es ist eigentlich gar nicht. Stimmt. Die machen da irgendwas falsch. Es ist, ja, also wenn, nichts Halbes und nichts Ganzes, meinen sie so, ne? Ja, irgendwie kommt. Also wenn schon, denn schon. Wenn man an China denkt, denkt man da zuerst an Diktatur, irgendwie nicht, aber nee. Die haben ja sowas in der Art. Ja. Sowas in der Art halt nur, keine richtige. Und ich finde, sie sollten mal anfangen, da konsequent durchzugreifen. Mhm. Aber Konzentrationslager sind ja da schon mal ein guter Weg. Wollte ich gerade sagen. Ja. Ich wusste nicht mal, dass es die gibt bei denen tatsächlich. Tja, siehst du mal, ich wusste es bis jetzt auch nicht. Beziehungsweise ich habe schon gehört, dass die auch so Camps haben, aber dass das wirklich so speziell, oh, hier kommen die Muslime rein, so. Mhm. Ja, das ist, so erfährt man das dadurch. Und das ist ja der Witz dabei. So, sie wollen es totschweigen quasi, beziehungsweise die Leute mundtot machen und dann kommt es dadurch raus. Dabei kann die AfD viel von denen lernen. Ja. Das ist, kennst du den Barbara Streisand-Effekt? Das ist das. Ah, ja, ja, klar kenne ich. Ich fand's witzig. Ja, keine Frage. Natürlich ist es nicht witzig, dass es solche Camps heutzutage noch gibt. Was soll denn das? Ja. Und vor allem in China, ja. Dass die, ich dachte, so dieser Moslem-Hass ist so ein bisschen Europa-exklusiv, aber nein. Ich weiß gar nicht, wie die Mentalität in Asien ist tatsächlich, was so fremde Kulturen angeht. Ich dachte eigentlich, dass sie sich so, obwohl die sind sehr westlich gerichtet. Die mögen ja, also gerade so Japaner auch und Chinesen ist ja das Gleiche. Hm. Die sehen sich ja so sehr nach dieser weißen Kultur. Also, aber die mögen sich untereinander überhaupt nicht, ne? Ja, dann müssen sie halt klarkommen damit. Ja. Ist mir auch relativ egal. Wenn ich einen sehe, ist es halt für mich ein Asiate, ab Japaner oder Chinese. Und ja, die sehen sich halt mehr nach diesen großen, blonden Leuten und nicht nach dunkelhaarigen, dunkelhäutigen Muslimen. Hm. Man kann es nachvollziehen irgendwie. Ja, ach verdammt, ich hab die Überschrift vergessen, aber sie war auch nicht so gut. In China essen sie Moslems, war's. Ah, ja. Ja gut, schön für die Katzen, wenn sich die ein bisschen... Ja, die ganze News war für die Katzen, komm, also lassen wir das an dieser Stelle. Weil die Katze bellt, ja. Ich wollte es nur mal kurz erwähnen.
Egal. Es ist so viel Zeit vergangen. Wie geht's dir eigentlich? Wollen wir vielleicht so ein bisschen private Infos auch mal einstreuen? Infos. Oder? Ja, natürlich. Weil, ich meine, wir sind ja auch Teil des Internets und wenn es bei uns irgendwie brennt, dann brennt es ja im Internet gleich mit, weil jeder, ja, jeder tweetet, wenn es uns nicht gut geht. Ja, ja. Und ich weiß nicht, kennst du das Gefühl, wenn einfach gerade im Leben einfach mal alles geil ist? Ich nicht. Nein, ich auch nicht. Hm. Ja, aber wie geht's dir? Doch, ja, nein, mir geht's fantastisch statt der Zeit. Ja, ich habe viel zu tun, ich bin viel unterwegs, ich schlafe gar nicht, das ist großartig. Ich bin ja, das wissen ja viele gar nicht, ich studiere ja immer noch. Ich bin Studierender für, sag ich nicht, aber ich muss meine Bachelorarbeit jetzt abgeben am Samstag nach 11 Semestern. Ich hab's ganz vergessen, dass ich studiere. Ja. Also ich hab die ersten 6 Semester durchgezogen und alles gemacht und so. Und hab so Nase. Richtig, alles durchgezogen in der Zeit. Hab dann irgendwie vergessen, was ich eigentlich mache. Ich bin dann nach Weimar wieder gezogen und hab dann so ein bisschen Filme gedreht, Theater gespielt. Und einmal kam so ein Brief von der Hochschule, ja, Langzeitstudiengebühren müssen Sie langsam mal zahlen. Oh, oh. Ja, nö, mach ich nicht. Ey, ich schreibe mal meine Bachelorarbeit lieber. Da bin ich gerade dran tatsächlich. Okay. Ich vergesse, bis ich studiere und keine Ausbildung habe. Na gut, dann lass schnell den Podcast beenden, damit du da wieder hinkommst, weil je schneller wir reden, desto schneller ist die Zeit natürlich vorbei. Ja, ich hätte heute noch ganz viel schreiben auf jeden Fall. Wie geht's dir denn, Robin? Wie geht's dir inzwischen? Nee, ach, dadurch, dass ich jetzt die letzte Woche krank war, bin ich gerade sehr energiegeladen, aber sonst werde ich gucken, was die nächste Woche bringt. Die letzte Woche war halt wirklich nicht ereignisreich, aber die Woche davor, Barcelona, richtig guter Stoff. Da kommt auch ein gutes Video auf die Leute zu, aber das will ich an dieser Stelle noch nicht spoilern. Nicht vorwegnehmen, keine Frage. Ja. Aber ich habe noch eine witzige Anekdote aus dem deutschen Fernsehen tatsächlich. Letztens gab es nämlich ein Quizduell im ARD oder ZDF, irgendwas in der Richtung. Mhm. Und Bibi und Julienko waren eingeladen. Ah ja, das kennst du die Story? Ja, ich kenne das ja, aber das war halt letzte Woche, deswegen wollte ich es ja auch nicht mit reinnehmen. Aber es war schon wieder alt, aber ich finde es mega witzig. Und zwar wurden sie gefragt, was haben Wissenschaftler gefunden, was auf dem Mars auf natürliche Art und Weise vorkommt. Ja. Da gab es halt Wasser und irgendwelche Stoffe und WLAN. Mhm. Als lustige Antwortmöglichkeit, damit alle lachen können. Haha, WLAN, klar. Es waren halt außer Wasser, glaube ich, alle so ein bisschen lächerlich. Ein bisschen Quatsch. Und das ist so die 100-Euro-Frage bei Günther Jauch. Ne? Ja. Und Bibi hat natürlich irgendwann mal gelesen, dass man WLAN gefunden hat auf dem Mars. Und das ist da, dass man da schon Villen mieten kann. Und aufgrund dessen denkt sie, wenn da Villen existieren, auf natürliche müsste, Weise, müsste, richtig, ja, richtig. WLAN und existieren. Das war der virale Hitler der letzten Woche tatsächlich. Hm. Aber ich muss sagen, die restliche Sendung, was viele verschweigen, sie haben sich gut geschlagen. Hm. Sie haben viel Geld gesammelt, haben sogar dieses Expertenteam geschlagen. Deswegen Props an Bibi und Julienko. Hat das Expertenteam die dann angezeigt, oder? Ich hoffe, ich glaube, die sind auch im Gulag gelandet. Mhm. Deswegen, der Virale... Körperverletzung ist kein Kavaliersdelikt. Nein, auf keinen Fall. Argument ist im Innen was für Leute, die mit Gewalt nicht weiterkommen. Richtig. Das ist auch mein großes Credo. Gewalt ist auch ein gutes Stichwort für die nächste Überschrift. Venezuela, lasst sie doch in Ruhe. Oh, das tut weh, ja. Ist auch schon ein bisschen älter. Es soll, habe ich jetzt gar nicht geguckt, ob das immer noch aktuell ist, soll ein Benefizkonzert in Kolumbien geben von Richard Branson, auch so ein Multimilliardär, gibt es ja auch mittlerweile etliche davon. Es gibt ja schon fast 1 Million Millionäre oder noch mehr. Also, ne? Und unter anderem so Luis Fonsi hier, Despacito. So, ja. Solche Leute sollten auftreten. Richtig. Und der Sänger von Pink Floyd hat sich geäußert, dass er es nicht gut findet, dass dieses Konzert gemacht wird, hat dann auch wieder Twitter ein Video gemacht und hat sich dagegen ausgesprochen, will nicht, dass die Leute da reinfuschen. Und da gab es dann auch, da hat es auch das Internet gebrannt, das Für und Wider, soll man da jetzt irgendwie sich einmischen, soll man nicht, und im Zuge dessen eine neue Nachricht, nämlich es gibt jetzt 2 Tote wieder und mehrere Verletzte, weil ein Nationalgardist in die oppositionellen Kräfte reingeschossen hat. Ja, letztendlich muss man aber fairerweise sagen, so historisch betrachtet, wenn es keine Tote gibt, dann war es nichts Besonderes. Ich glaube, dass der Mauerfall in Deutschland so eine Ausnahme war. Mhm. So eine friedliche Revolution ist schön, aber es muss auch nicht immer sein, finde ich. Also der Punkt, warum ich das anspreche, ist, ich habe ja für den Februar prognostiziert, dass der große Bürgerkrieg startet in Venezuela. Und ja, wir haben nicht mehr so viele Tage im Februar. Mhm. Das Problem ist, wir haben, glaube ich, nicht mal ein Schaltjahr, ist doch mal ein Tag weniger. Also langsam müssen die sich ranhalten, damit ich recht behalte. Ja, so Venezuelaner, go, go, go hier, ja? Ja. Ihr wollt ja auch stolz auf eure Geschichte sein. Und ja, aber grundsätzlich, ich meine, Benefizkonzert und so, das ist ja klar, zweischneidiges Schwert, aber
Es ist auf der einen Seite ja auch wieder so ein bisschen PR-Gag für alle und so. Da sollte halt die Toten Hosen fragen, ob die spielen wollen. Die machen ja, bestimmt mit. Die machen da auf jeden Fall mit. Aber ich sag mal so, Pink Floyd hört halt keiner mehr, also... Ja, wer ist das denn? Kennt keiner. Ich kenne Pink, ja, aber nicht Pink Floyd. Ja, und Pink Panther. Ja, aber wie findest du das denn, dich als Künstler, dich zu engagieren? Politisch. Was ist denn da deine Haltung zu, als Influencer, YouTube-Star? Ja, gewissermaßen schon, aber nur bei Themen, wo ich am meisten von habe. Also ich würde jetzt nicht einen Podcast machen und damit Halbwissen um mich werfen, zum Beispiel bei Themen, wo ich keinen Plan von habe. Keine Frage. Ich würde, wenn dann, nur wirklich in die Bresche springen bei Themen, bei denen ich wirklich mit Herz und Seele dabei bin. Hm. Ja, und du? Nee, weil es gibt ja die Diskussion auch in den USA mit Trump und welche Künstler sich da engagieren. Und warum gibt es das denn in Deutschland nicht? Ja, warum... Aber das ist doch auch, das ist auch so viel PR-Gewäsch. Also wie viele Leute haben denn gesagt, wenn Trump Präsident wird, ziehe ich aus? Mhm. Also aus dem Land. Ja. Aber hat das nicht der von der Plattform-Gang gemacht damals? Als Bush gewählt wurde, ist er dann nicht nach Deutschland gezogen oder so? Evil Jared kann sein. Ich habe den mal bei einer Party hier gesehen. Ah, nice. Also vermutlich wohnt der wirklich hier. Aber ich meine, dann ist das einer. Aber im Endeffekt, guck mal, Justin Bieber hat das gesagt. Und da haben dann auch alle gesagt, ja bitte, wir wollen dich hier eh nicht. Und ich glaube, Katy Perry und solche Leute, die haben das alles nur Geschwafel so. Das meine ich. Das ist diese Mentalität, die ich meine. Dann stehen wir hier auf der Demo. Oh, wir sind hier. Wir sind laut. Ich habe damals auch gesagt, Ich ziehe nach Kanada. Als ich zur OB-Wahl angetreten bin, habe ich auch gesagt, wenn ich nicht gewählt werde, werde ich die Stadt verlassen, umgehend. Und am Tag der Wahl bin ich nach Erfurt gefahren und wieder nach Weimar zurück. Ich habe dann die Stadt verlassen. Ich habe es eingehalten. Ja. Stimmt. Also ich bin besser als Justin Bieber, muss man nochmal so sagen. Aber schlechter als die CDU, was das angeht. Da musst du noch ein bisschen was lernen. Ja, das kommt noch. Ich übe noch. Ich übe noch. Na gut. Also, nächstes Thema. Und das will ich, vielleicht schaffen wir das heute das letzte Mal reinzunehmen, weil das ist für mich ein großes Thema eigentlich. Aber es wird, glaube ich, auch nicht besser, je öfter man darüber spricht, weil man irgendwie diesen Leuten dann auch eine Plattform gibt. Ich leite das mal so ein. Ich habe jetzt mir was Neues überlegt. Ich date ab sofort nur noch Frauen, die der festen Überzeugung sind, man sollte ihre Kinder nicht impfen. Wenn es nämlich schief geht, ja, muss ich maximal 3-4 Jahre bezahlen. Das ist so ein kluger Schachzug. Ja, es geht natürlich um die Anti-Wechser-Bewegung, was auch, also... YouTube hat sogar jetzt die Werbe-Dinger weggezogen. Genau, es dürfen nicht mehr Werbung schalten. Kanäle, die dieses Gedankengut verbreiten, dass Leute nicht geimpft werden sollen. Denn das ist es ja, ich fasse es nochmal für die Leute zusammen, es gibt eine Bewegung. Ähnlich auch wie es für jeden Scheiß eine Bewegung gibt, wie Flat Earther zum Beispiel. Ja, heißt es, hier Impfung führt zu Autismus oder man spritzt Gift in die Kinder rein, bla. Dann lasse ich sie lieber sterben. So. Ja, aber wie findest du das denn als jemand, der auch YouTube macht? Sollte YouTube denn wirklich darüber entscheiden, was werbefreundlich ist, was nicht werbefreundlich ist? Bei Gewalt verstehe ich das, aber also, bei solchen Themen? Sie sollten es vielleicht nicht, aber erstmal, sie dürfen es, ne? Es ist ja ihre Plattform. Im Endeffekt dürfen die das schon machen, was sie wollen. Das ist ja, über dieses YouTube ist ja in dem Sinne kein freier Raum, es ist ja eine private Sache. So, die können da ja, die können auch sagen, ab morgen darf hier nur noch irgendwie diese ausgewählten 100 Leute was hochladen. Das wäre natürlich dumm, so, aber theoretisch dürfen sie das. Und auf der anderen Seite ist das schon was, klar bin ich auch für Meinungsfreiheit und sage, von mir aus darf auch jeder Trottel irgendwie behaupten, es gäbe keinen Holocaust. So. Ich bin ja dafür, dass irgendwie jeder ein Recht auf seine dumme Meinung hat. Aber ich weiß nicht, das ist halt, und ich fasse das vielleicht jetzt mal zusammen mit den News, die es hier nämlich darüber so gibt, in, was war jetzt das Neueste? In Madagaskar war es, genau. Gibt es jetzt innerhalb des letzten halben Jahres seit Oktober 68.900 neue Cases von Masern, ja, und schon fast 1.000 Tote daran. Aufgrund von Impfgegnern? Nicht nur. Impfgegner gibt es zum Beispiel in Japan, die haben sich mittlerweile entschuldigt. Das ist so ein typical Japan thing to do. Ja. Entschuldigung, dass es bei uns so Impfgegner gibt. Da gibt es nämlich auch mehr. In den Philippinen zum Beispiel steigen die Zahlen, weltweit steigen die Zahlen, und das ist halt auch so ein, gibt es ja auch die Herdenimmunität, die dadurch gesenkt wird. Also, dass auch Leute, die zum Beispiel nicht geimpft werden können, dadurch geimpft, geschützt werden, dass alle um sie drumherum geimpft sind. Ah, ja. Und das ist halt auch einfach ziemlich dämlich. Und sowas wie Masern oder andere Sachen, die ja quasi schon ausgestorben sind, Krankheiten, die es schon gar nicht mehr gab, die jetzt wiederkommen, einfach weil ein paar Leute denken, aha, ich bin jetzt mal besonders alternativ und kenne was alle nicht kennen außer mir. Ich bin jetzt so klug.
Das finde ich nicht so geil. Ja, das ist diese Unsicherheit, die viele Eltern haben. Denn sie denken, es gibt ja diesen berechtigten Schritt zurück zur Natürlichkeit in vielen Dingen. Ja, dass man Produkte zu sich nimmt, die natürlich sind, nicht groß mit Zucker und irgendwelchen chemischen Geschichten. Aber man darf nicht den Fehler machen, dass irgendwie alles, was natürlich ist, auch gut ist. Denn wir werden ja nicht umsonst... Fliegenpilz ist auch natürlich. Zum Beispiel, ja. Wir werden ja nicht umsonst immer älter. Wir sind vor 100, 200 Jahren noch mit 40 Jahren gestorben oder so. Und dass wir jetzt älter werden, liegt ja auch daran, dass wir geimpft werden, dass wir Medikamente haben und dass der medizinische Fortschritt so fortgeschritten ist. Mhm. Und deswegen muss man da ein bisschen die Balance finden zwischen, okay, ich weiß, dass ich jetzt nicht jeden Tag Toffifee essen soll oder welche andere Schokoladen. Das ist halt etwas Künstliches, das nehme ich ab und zu mal. Ich sollte viel mehr Gemüse essen und Obst essen, was nicht behandelt wurde. Aber Impfen ist vielleicht eine Sache, die berechtigterweise ein Fortschritt ist oder etwas Unnatürliches ist, was uns ja hilft. Ja, dann kann man es ja auch wieder umdrehen. Also so, das Impfen ist ja jetzt nicht irgendwie aus dem Nichts. Also es ist ja auch, im Prinzip sind da auch natürliche Sachen drin. Ja, wenn man jetzt einen Tee trinkt, wenn man krank ist, kann man auch sagen, oh, das ist ja unnatürlich. So, weil der Tee wächst ja nicht auf Bäumen und du pflückst ihn. So, sondern du musst dazu eine chemische Reaktion quasi. Ja, ja, richtig. Das ist schon, ja, also klar, dann spart doch lieber irgendwie beim Koks, meine ich. Als Beispiel, ja. Oder bei den, wie heißt das denn, diese LSD-Spritzen so, die lieber schön desinfizieren und dann sagen, okay, da passe ich auf, dass ich nicht mir jeden Scheiß reinspritze, immer schön desinfizieren. Immer in Maßen, nicht in Maßen. Immer in Maßen, das ist bei allem im Leben so. Immer in Masern quasi. Richtig. Nee, so aber warum ich gesagt habe, dass wir vielleicht schaffen, das jetzt das letzte Mal hier wirklich groß zu thematisieren, ist, weil es jetzt auch schon die eine oder andere Gegenbewegung gibt. Zum Beispiel haben jetzt auch schon, in Kanada war das, glaube ich, Leute gesagt, okay, ihr die und die Schüler, ihr dürft nicht in die Schule kommen, bis ihr nicht nachgewiesen habt, dass ihr geimpft seid. Also das wirklich von der Regierung vorgeschrieben ist. Andererseits gab es auch schon wieder Schüler, die sich heimlich haben impfen lassen, gegen den Willen ihrer Eltern. Also solche Fälle sind auch schon bekannt. Deswegen denke ich mal, dass das, ja, das war in Australien war das, haben sie sich heimlich impfen lassen. Und ich weiß nicht, also vielleicht ist das einfach so eine kleine Modeerscheinung und die Leute raffen es jetzt mal und vielleicht... Man will ja auch sagen, das ist so ein bisschen auch Darwinismus, ja, der Dumme stirbt zuerst. Ja. Aber das betrifft ja viele Menschen irgendwie. Wenn du nicht geimpft bist und dann irgendwie andere dann, die sich nicht impfen lassen können, wie du gerade gesagt hast, dann angesteckt werden und die Krankheit nicht ausgemerzt werden kann, dann betrifft es irgendwie alle und das ist halt scheiße. Ihr seid scheiße. Alle. Ihr Anti-Wechser. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr zum Impfen steht. Ja, seid lieber Anti-Wichser. Das könnt ihr für euch entscheiden. Und lasst eure Kinder aus dem Spiel. Das Absurde daran ist ja, dass diese Menschen nur in diesem Alter sind und selber Kinder haben, weil sie von ihren Eltern geimpft wurden. Ja, tatsächlich. Lächerlich. Aber was ich viel wichtiger finde, was mich die letzte Zeit sehr beschäftigt, ist, dass Netflix immer mehr Produktionspartner verliert. Dass jetzt Disney und Warner ihre Filme und Serien alle Reihe nach rausziehen, weil die jetzt ihre eigenen kleinen Streaming-Angebote einführen wollen. Ja, auf der einen Seite ist es natürlich gut, dass es nicht das eine große Monopol gibt. Ne? Auf der anderen Seite, ich nutze einen Netflix-Account. Ich zahle dafür natürlich kein Geld. Wer macht das schon? Aber für mich betrifft das so. Ja. Da haben wir es wieder. Also da würde ich jetzt auch laut auf die Straße gehen und demonstrieren. Und ja, bei anderen Sachen kommen wir. Du kannst ja nicht alles zulegen. Ja, da hast du Amazon Prime, da hast du hier Max Dome und... Disney ist halt auch so ein Riesending, ne? Und alleine diese scheiß Reboots, die sie jetzt machen. Ja, hier Will Smith in Blau, haha, ist lustig, ist dumm. Aber was dahinter steht, das sind gute Filme, die da standen, so. König der Löwen, ich weiß nicht, ob der mittlerweile draußen ist, jetzt in animiert, ist echt unnütz. Wofür brauchst du das? Dann lieber irgendwie was Neues. Es gibt so viele Tiere auf der Welt. Ihr könnt auch mal irgendwie König der Blaumeise machen und eine neue IP starten. Mal neue Tiere einführen und bekannt machen. Ja, nicht immer nur Löwen und... Ja, Hamster zum Beispiel, die werden oft eingeführt, habe ich gelesen. Ja, da gab's aber, schon ein paar aber auch Fälle. Zu Recht. Ja, gab es schon ein paar Fälle, wo dann der Arzt das rausoperieren musste. Ja, ich glaube, so rektal ist es alles noch vertretbar. Aber ich habe von einem Arzt einen Artikel gelesen, dass sich jetzt Menschen ganz oft auch Sachen in ihre Harnröhre reinschieben. Hm. Das ist auch so ein Trend. Ja, habe ich tatsächlich mal vor ein paar Jahren auch schon gesehen. Kennst du so Kleiderhaken, die so um die Ecke gehen, weil sie in der Haken?
Ja. Habe ich schon Bilder gesehen, einschlägige Seiten haben mir da... Also Leute, ihr dürft alles in euren Hintern schieben, ja, und auch in eure Virginas, aber bitte nicht in eure Harnröhre, liebe, vor allem Männer haben ja meistens Penisse, bitte da keine Sachen einführen, das ist nicht gesund, auch keine Hamster. Die sind eher für den Rektalbereich empfohlen. Gut, ich habe ein richtig großes letztes Thema, wo ich auch viel zu sagen kann und so. Und ich vielleicht auch noch mal ein bisschen länger drüber reden möchte. Aber vielleicht hast du vorher noch was Kleines, das weiß ich nicht. Was Kleines? Wir können ja ganz kurz mal... Warum machst du denn jetzt deine Hose auf? Weil wir von was Kleinem reden wollten. Das mach ich wieder zu. Zwei schlechte Dick-Jokes in einem Podcast. Ja. Das gibt's nur am Brennpunkt-Internet. Willkommen hier. Ich bin ja ein großer Fan des Eurovision Song Contests. Mm. Ja, ich liebe es einfach. Ja. Und ich habe mir den Vorentscheid angesehen. Es waren dieses Jahr echt nur gute Künstler vor allem dabei. Mm. Mit echt guten Songs. Ich war echt überrascht. Es gab zwei, die mich nicht so umgehauen haben. Der eine war so ein Typ, der konnte halt nicht so gut singen. Der hat die Töne versemmelt. Der war dann raus automatisch. Ich muss ganz kurz informativ dazwischen grätschen und fragen. Im Zuge der letzten Jahre, ist Syrien jetzt Teil beim Eurovision Song Contest mittlerweile? Noch nicht, aber sie haben es beantragt tatsächlich. Ja. Okay. Würde mich sehr freuen. Nein, aber es findet dies, bevor ich dazu komme, gewonnen hat dann der Act, der mir auch nicht gefallen hat. Und zwar Sisters nennen die sich. Also, nein, Quatsch, der Song heißt Sisters. Sie heißen Stars. Heißen die also sagen S Ausrufezeichen und Stars quasi. Das ist ja unangenehm. Tass, also ich weiß nicht, was da passiert ist, ob da irgendein Praktikant sich verschrieben hat oder so. Und der Song, ja, er ist jetzt nicht wirklich schlecht. Er ist Ausrufezeichen, echt vielleicht, aber er ist, glaube ich, nicht catchy genug, um voranzukommen. Und die singen auch, es sind zwei gute Sängerinnen, die das singen, aber zusammen klingen die einfach scheiße. Und ich glaube, dass wir wieder in den hinteren Plätzen landen werden. Und da der Song Contest ja dieses Mal in Israel stattfindet, habe ich Angst, dass wir uns nicht nur für Holocaust entschuldigen müssen, sondern auch noch für diesen Act entschuldigen müssen in Zukunft. Das wäre natürlich bitter. Also noch mehr Schuld kann ich mir als Deutscher kann ich nicht mehr tragen. Wohin damit? Ja, wohin damit, ja. Und da guck mal, wir hatten jetzt auch erst die Fußball-Weltmeisterschaft. Ne? Die haben ja erst gewonnen. Okay. Nee, eben nicht. Die letzte war ganz finster. Ach, die letzte, ja. Die war, also da international sind wir gerade richtig ganz weit unten. Wir müssen uns... Ja, wir haben uns schon genug zurückgefahren in der Geschichte, finde ich. Ja, wir haben zwei Weltkriege verloren, wir haben viele WMs verloren. Andererseits konnten wir uns nur wegen Hitlers Autobahn so gut zurückfahren. Das stimmt auch wieder, ja. Mhm. Darf man nicht vergessen. Und da sollen jetzt Tempolimits eingeführt werden. Ja, das hatten wir, glaube ich, schon mal kurz besprochen. Ja, ich weiß. Gut, dass wir das ja auch nochmal hatten. Dafür ist Hitler nicht gestorben. So. Gut, dass du das Tempolimit aber nochmal ansprichst. Das ist nämlich ein guter Übergang zu meinem großen letzten Thema. Und da geht es nämlich die ganze Zeit um Klimawandel, Klimaschutz, bla bla bla. Kann man natürlich hier und da auch sagen, hängt mir zum Hals raus. Aber auch das würde ich hier nochmal thematisieren. Und ich auf meinem hohen Ross, habe jetzt hier drei Billigflüge hinter mir. Mhm. Da kann ich jetzt natürlich mal sagen, ey Leute, schützt mal die Umwelt ein bisschen besser. So. Nee, du Heuchler! Ich würde schon was ein bisschen drüber sprechen. Und zwar angefangen mit einem guten Titel dafür. Wir müssen endlich etwas Thunberg. Hast du von Greta Thunberg schon gehört? Ach, die! Ja, dieses norwegische... Ich hätte das noch eine Sekunde länger setzen lassen müssen, weil du so schön verwirrt geguckt hast. Ja, ich kenne dieses Mädchen, ich wusste aber nicht, wie die heißt, aber klar. Ja, die ist Norwegerin oder sowas. Ne? Schweden. Ja, genau, meine ich doch. So. Alles gleich. Wollte ich gerade sagen. Also Skandinavien ist das Asien von Europa, sage ich immer. Das heißt ja nicht umsonst Skandinavien, ja. Es hat ja auch einen Grund, dass es irgendwie einen gemeinsamen Namen hat. Ja, eben. Skandinasien kann man auch sagen. Ja. So, und die hat ja jetzt, also wirklich die letzten Monate, ich weiß nicht, wie sehr du es verfolgt hast, die hat ja angefangen als Einzeldemo quasi. Und mittlerweile gibt es ja wirklich weltweit Leute, gerade Schüler, die aufgrund dessen, weil sie quasi so das Vorbild ist, auch jetzt Schule geschwänzt haben und unerhört. Ja, ihre Bildung vernachlässigt haben. Ohne Freistellung. Für Klimaschutz sich eingesetzt haben. So. Und sie persönlich ist jetzt die letzten 7 Wochen immer in Brüssel gewesen, hat da groß demonstriert mit anderen zusammen. Und der Präsident der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, der ist jetzt quasi eingeknickt, aber das versuchen wir gleich noch ein bisschen einzuordnen, hat gesagt, ja, okay, euer Protest wird erhört und die EU möchte in den nächsten 7 Jahren 1 Billion Euro in Klimaschutz investieren. 1 Billion? 1 Billion. Das sind quasi 1000 Milliarden, richtig? Bestimmt. Ja.
So, und ab 2021 jeder vierte Euro, der quasi ausgegeben wird, soll für Klimaschutz ausgegeben werden. Aber, und jetzt kommt nämlich das große Aber, was da nicht erwähnt wird, ist, dass auch bisher schon, und das wusste ich auch bisher nicht, schon 20% der Ausgaben in Klimaschutz investiert werden. Das heißt, im Grunde ändert sich nicht so wirklich was. Mhm. Aber natürlich nach außen wirkt es, oh, wir haben richtig was erreicht. Also es ist eigentlich richtig clevere Politik. Ich will es auch gar nicht zu schlecht darstellen, weil es ist ja trotzdem gut, dass da irgendwie sie eingesetzt wird. So. Aber es ist natürlich ein sehr cleverer Schachzug und im Prinzip einfach nur gute PR, weil die Masse denkt jetzt so, oh, jetzt haben wir hier monatelang demonstriert und jetzt endlich haben sie uns erhört. Aber im Endeffekt, ja. Das heißt ja auch nichts, wenn die da Geld reinpumpen. Das ist ja entscheidend, wo das Geld hinfließt. Natürlich, auch das. Ja, wenn sie jetzt irgendwie in irgendwelche Werbeplakate 6 Milliarden Euro reinstecken, dann hast du auch nichts gemacht für den Klimawandel, weil du ja auch wieder wahrscheinlich Papier verschwendet hast. Für den Klimawandel sollten wirklich sehr viel machen, so ein bisschen. Ja, ja, keine Frage, aber so dieses, ich weiß nicht, das ist viel, viel abgewichste und ja, wir machen schon genug für die Umwelt und so, aber wir wissen, dass wir am Arsch sind und es, wir wissen ja, woran es liegt, ja. Der Klimawandel. Es sind ja diese 14. Kühe, ja. Es sind Kreuzfahrtschiffen, also alte Menschen, ja. Die schuld sind. Und ja, es die sind, furzen ja auch. Die furzen auch und die fahren auf Kreuzfahrtschiffen. Das ist der Overkill. Und ob die EU da so viel dran rütteln will, das ist ja ein großer Wirtschaftsfaktor, ja, dass diese Kreuzfahrten für Rentner, es fahren ja Millionen, also gefühlt Millionen von Kreuzfahrtschiffen rum. Und ich habe mal gelesen, dass ein Kreuzfahrtschiff irgendwie so viel Schadstoffe auslöst wie ausdünstet wie tausende Autos oder so. Ach so. Und zwei Rentner, ja. Also, da wird nicht viel passieren, glaube ich. Es sind ja nicht nur Kreuzfahrtschiffe. Nein, aber es ist ein großes Ding. Kreuzfahrtschüsse, vielleicht kann man daraus was machen. Oder Hakenkreuzfahrt. Wenn man Amoklauf auf einem Kreuzfahrtschiff passiert, dann Kreuzfahrtschüsse. Kreuzfahrtschüsse, müssen wir uns merken, falls mir sowas passieren kann. Dann sind wir die Ersten mit dem guten Tweet. Da gehen wir viral. Ich habe mal das Wort Hakenkreuzfahrt erfunden, aber das gab es dann auch schon. Habe ich nachgeguckt. Schade. Gab es das früher im Dritten Reich? Oder? Ich gehe davon aus, ich glaube, der Führer ist öfter mal auf Hakenkreuzfahrten gefahren. Hm. Na gut, aber was ich jetzt wirklich, ich würde das jetzt kurz mal debattieren wollen. Ja. So. Der Punkt ist, es gibt ja auch viele Leute, die Klimawandel, Erderwärmung etc. pp. Anzweifeln. Und für die Leute würde ich jetzt einfach mal vielleicht sagen, wirklich, ich habe jetzt hier nicht die Fakten vor Ort, ja, sollte man vielleicht beim nächsten Mal machen, aber Halbwissen ist ja einfach ein Markenzeichen hier. In den letzten 50 Jahren sind einfach viele Tierarten ausgestorben, so, das sind halt Fakten und es ist auch ein Fakt, dass die Erde wärmer geworden ist, so. Mhm. So, und selbst wenn das alles nicht menschengemacht ist, ja, spricht ja an sich nichts dagegen, trotzdem zu versuchen, etwas dagegen zu machen. Ja? Das ist ja, was so viele Leute sagen, so, ja, das ist eine Lüge und selbst Trump hat ja gesagt, das ist von den Chinesen erfunden, das ist eine Hoax. Aber das Ding ist, selbst wenn gar nichts wäre, wenn die Erde genauso wäre wie vor 100, 200 Jahren, würde auch nichts dagegen sprechen, theoretisch mal zu überlegen, was könnte man machen, damit es der Erde, oder nicht, das ist ja auch so ein Trugschluss, nicht die Erde an sich, weil die Erde wird es schon überleben, ja. Es ist ja eher die Menschheit, wir sind am Arsch. Die am Arsch ist, so. Und wenn man da vielleicht so den Hebel ansetzt und sagt, hey Leute, wenn die Menschheit irgendwann hier nicht mehr leben kann, dann können wir auch keine Memes mehr im Internet posten. Vielleicht würden dann die Leute mal mehr auf die Straße gehen. Das sind ganz andere Ursachen tatsächlich, ja. Wenn es keine Sonne, wenn uns zu heiß ist, können wir nicht mehr am PC sitzen, dann können wir nicht mehr können wir kein Eis mehr essen, weil es sofort wegschmilzt. Also hat viele Konsequenzen für uns. Und was du gerade angesprochen hast, hat ja auch Marc-Uwe Kling mal schön formuliert. Natürlich könnten wir auch einfach sagen, der Klimawandel ist nicht menschengemacht, ja. Wir werden uns irgendwann so ärgern, dass wir die Meere geschützt haben, dass die Luft wieder rein ist. Wenn wir dann feststellen, dass alles umsonst war, werden wir uns da richtig ärgern. Ja. Also er hat es auch schöner formuliert, ich bin gerade nicht drin, aber es ist halt wirklich einfach so ein Stück weit einfach Ignoranz, gewollte und ungewollte, ganz einfach, weil es einen halt nicht betrifft. Ich glaube, wenn man in Kalifornien wohnt und irgendwie das 10. Jahr in Folge irgendwie so eine harte Dürre ist, dass die Pflanzen, die vor 10 Jahren noch da standen, nicht da sind, dann würdest du vielleicht eher sagen, okay. Oder wenn es zum Beispiel so weit ist, weil es gibt ja jetzt auch, global geht ja die Biodiversität einfach zurück, wenn dann irgendwann zum Beispiel kein Käse mehr, ja, im Kaufland um der Ecke liegt,
dann würden die Menschen vielleicht auch sagen, hey, das gefällt mir gerade nicht, mir wird gerade was weggenommen. Aber bis dahin wird es halt vielen egal sein. Und das ist ja auch, also so, und da kommen wir jetzt dazu, ich bin halt Flugzeug geflogen, ist jetzt ja auch nicht das Geilste. Klar, rechtfertige ich das damit mit, die Flugzeuge gehen ja trotzdem, ob ich da drin sitze oder nicht. Aber andererseits... Ein sehr einfaches Argument, ja. Wenn alle gleichzeitig sagen würden, wir fliegen nicht mehr, würden diese Flugzeuge nicht mehr fliegen. So. Das ist natürlich auch schon gehört zum Thema Veganismus. Ja, die Tiere sterben doch sowieso, kann ich ja die auch essen. So. Aber trotz allem fördert man ja die Nachfrage, auch bei Flugzeugen ist das ja so. Du förderst halt die Nachfrage von solchen Billigflügen damit. Ja, da in meiner einfachen, und ich möchte ja vielleicht auch einfach mich ein bisschen ändern. So. Ja, ich bin ja hier, ich möchte es ja debattieren. Start with the man in the mirror. Ja, nee, aber da sage ich mir halt, wenn eine Person kein Fleisch isst, vielleicht, weißt du, eine Henne weniger ist das schon, sage ich mal. So. Mindestens, ja. Aber das eine Flugzeug wird halt wegen dir als Einzelperson nicht aufhören zu fliegen. Da müssten halt schon 100 Leute rausgehen. So. Ja, es ist halt, aber gesagt, das ist ja nur meine einfache Erklärung. Es ist, wie gesagt, das Nachfragethema. Auch dieses Mädchen da aus Norschweden. Ja, Norschweden. Ist immer noch Schweden, aber ja. Norschweden, die ist ja auch bewusst und demonstrativ zu diesem Gipfel mit dem Zug gefahren. Hm. Die ist wohl irgendwie 3 Tage am Stück Zug gefahren, weil sie ein gutes Beispiel ist. Die ist auch Veganerin zum Beispiel. Und die macht halt, die will zeigen, hier, ich mach's ja auch. Das ist ja auch der nächste Punkt, der dann dazu kommt, dass einfach dieses, und das ist jetzt auch nicht speziell auf irgendwie auf Klimaschutz, ja, aber dieses, wenn es dann schon so fast militant wird und die Leute mit dem Finger auf dich zeigen und sagen, du müsstest jetzt und so, und guck mal, wie toll ich bin. So. Dieser fade Beigeschmack ist ja dann auch noch, der einfach viele Leute abschreckt. Hier, was weiß ich, Ökofotze, dumme Sau, ja. Mhm. So. Dann wird abgewertet. Alleine eigentlich dieses Wort Gutmensch ist ja auch so ein Kampfbegriff. Geworden. Aber an sich, ja, kann man ja nichts dagegen sagen, wenn man jetzt versucht, ein guter Mensch zu sein. Aber dadurch, dass man, da muss man diesen ganzen Gedenkprozess dahinter, ja, dann muss man das gar nicht mehr differenziert sehen, weil dann gibt es dieses eine Schlagwort, du sagst das, du gibst den Stempel da drauf und dann ist die Sache geregelt, ohne dass du nochmal groß das auseinandernehmen musst. So. Das war ja auch das große Steckenpferd der Rechten, dass sie angefangen haben, das Wort Gutmensch in einen schlechten Kontext zu bringen. Ja. Obwohl Gutmensch schon immer was Gutes war. Ich meine, als damals diese Flut, nicht Flut, diese Überschwemmung gab in Sachsen und dann gab es viele Menschen, die geholfen haben, da hieß es auch in vielen Schlagzeilen, viele Gutmenschen haben geholfen, da Menschen zu retten. Und Gutmensch ist immer ein Begriff gewesen von guten Menschen. Und man hat es geschafft, dieses Wort einfach negativ zu stigmatisieren. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich natürlich den Ansatz hin auch verstehen kann. Das ist auch ähnlich dieses Aufgedrückte, sage ich mal. Dass alle halt so sagen, hier, du müsstest jetzt sein wie ich. So dieses Gefühl, das kann ich natürlich auch verstehen, dass das Leute auf den Sack geht. Absolut. Mhm. Und auf der anderen Seite, und dann kommen wir jetzt zu einem ganz abstrakten Ansatz vielleicht, wenn man wirklich ganz nihilistisch unterwegs ist und sagt, naja, in 30 Trilliarden Jahren wird das Universum verglühen, jede Form von Energie erloschen sein. So. Mhm. Ist doch egal, ob wir als Menschheit jetzt aussterben oder in 3 Millionen Jahren. Mhm. Rein theoretisch kannst du dieser Person ja diese Ansicht jetzt auch nicht absprechen. Es ist natürlich kollektiv gesehen asozial, im wahrsten Sinne des Wortes. Das, was du meinst, ich denke mir auch öfter, ja, ich bin eh irgendwann tot, so nach mir die Sinnflut, nach dem Motto. Ist natürlich nicht geil. Und ich glaube, dass diese Form des Denkens auch immer weiter verbreitet wird, weil einfach es unattraktiver ist, für Menschen eine Familie zu haben. Und dann denkst du natürlich eher so, weil du halt keine Nachkommen hast, dann ist dir ja egal so. Weil du dich auch hilflos fühlst, ja. Du bist ja so festgefahren in all diesen Systemen und Kapitalismus und dieser Umweltverschmutzung. Du weißt ja nicht, was du tun sollst, weil keiner sich verantwortlich fühlt. Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so ein bisschen antrainiert durch diverse. Also die Religion, die irgendwie sagt, Gott macht das schon, zum Beispiel. Oder Philosophien, die sagen irgendwie... Wo ist dein Gott jetzt? Die Philosophien, die irgendwie sagen, du bist eh nur ein kleines Ding hier, du machst nichts. Oder irgendwie, die irgendwie das Gefühl vermittelt, ja, dieses Nihilistische ist eh egal. So, ja. Und durch Logik kannst du ja die Leute dann auch nicht irgendwie... Dass du jetzt sagst, ey, guck mal hier, logisch, seit 1970 sind irgendwie 58% der Insektenarten ausgestorben. Mhm. Vor 20 Jahren hattest du noch die Insekten voller, die Windschutzscheiben voller Insekten. Heutzutage stimmt, ist das wirklich, gar nicht mehr. Das ist egal, aber dann zurückzukommen auf die gute Greta, wenn dann so ein Kind da sitzt, ja, so,
dann so ein kollektives Umdenken durch einen eher emotionaleren Ansatz, sage ich mal. Ja, was ich ja nicht verstehe, ist, warum man so eine Person zu so einem Feindbild macht. Ich meine, okay, man muss mit einem übereinstimmen, was sie sagt und wie sie lebt, aber so ein Mädchen, was sich für Klimaschutz einsetzt und für eine bessere Umwelt, ja, wie kann man die zu einem Feindbild machen? Man kann auch maximal sagen, es ist mir egal, was sie macht, ich fahre trotzdem mein SUV und ich fress trotzdem jeden Tag Fleisch. Kann man doch machen, aber warum erklärt man so eine Person zum Feindbild? Das verstehe ich halt nicht. Wahrscheinlich wegen diesem, weil man natürlich selber von sich wüsste, okay, vielleicht weißt du es insgeheim, und ich weiß es ja auch, es wäre besser für die Umwelt, wenn ich nicht fliegen würde. Mhm. Obwohl natürlich das Flugzeug trotzdem fliegt. Ja. Aber im Vergleich bist du ja immer noch besser als jemand, der jetzt ein Privatflugzeug mietet zum Beispiel. Ja, richtig. Das ist ja das größte Abstrakte, wenn sie sich zum Gipfeltreffen, richtig, im Privatjet kommen und dann sagen, wir müssen die Umwelt schonen. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Aber ich glaube, es ist halt wirklich dieses, eigentlich weiß man, es wäre wahrscheinlich nicht das Schlechteste, wenn ich jetzt meinen Müll trennen würde, zum Beispiel. Aber es ist natürlich bequemer und man kriegt dadurch dieses Gefühl vermittelt, ey, ich mache was falsch, und das will man natürlich nicht. Man will ja immer alles richtig machen oder zumindest ein gutes Gefühl dabei haben. Und deswegen sagt man ja, Öko-Fotze laber euch nicht voll. Genau. So, ist natürlich trotzdem, also die andere Sache ist, solange Elon Musk nicht mit seiner Rakete hier an meinem Haus vorbeifliegt, wird es halt auf der Welt wahrscheinlich ein bisschen nötig sein, Flugzeuge zu haben, weil du einfach, es gibt da Inseln zum Beispiel, die man jetzt, gut, man kann mit dem Segelschiff hin. Wobei es ja auch die Menschen gibt, die sagen, ist es denn so wichtig, dass du auf jeder Insel der Welt mal gewesen bist? So. Nee, ich rede gar nicht von mir als Privatperson. Nee, ich sag's nur, es gibt ja diese Menschen, die sagen, ja, es stimmt, man braucht Flugzeug, um von Afrika nach Amerika zu kommen, aber muss man das denn unbedingt machen? Müssen denn so viele Leute jeden Tag fliegen? Kann man nicht einfach sagen, irgendwie fliege einmal mal in meinem Leben irgendwie nach Afrika und nie wieder, um es mal gesehen zu haben? Ja, auf der anderen Seite, ne, wenn man die Zeit hätte, aber das ist ein viel zu großes Problem. Und wir sind schon wieder so ernst, aber ist ja auch mal schön. Wenn du die Zeit hättest, ich glaube, da würden viele Leute das bevorzugen, irgendwie so laufen, Fahrrad fahren, also so reisemäßig, weil der Weg ist ja nun mal das Ziel. Aber wenn du die Zeit nicht hast, sondern, ja, ich habe jetzt hier mal eine Woche Urlaub, aber ich mache jetzt bestimmt nicht Urlaub hier irgendwie gegenüber an der Ilm. So, da will ich schon mal irgendwie mir was gönnen. Ja, man will ja auch mal raus. Ja. Man versteht es ja. Aber man hat nicht, also das hängt ja alles irgendwo zusammen. So. Das ist ja auch die Ambivalenz, dass man irgendwie beide Seiten immer so ein bisschen nachvollziehen kann. Dieses, ja, okay, es ist schon richtig, dass auch dann Grünpolitiker halt mit einer schwarzen Limousine vorfahren müssen. Ich kann es verstehen irgendwie. Die müssen ja auch irgendwie schnell durch ihre Termine erreichen. Dann können die halt keinen Traktor, also kein Fahrrad fahren. Traktor fände ich stilvoll. Oder so, ja. Die können ja kein Fahrrad fahren, die sind halt Politiker, die sind wichtig, die haben viele Termine. Auf der anderen Seite kommt es einem halt heuchlerisch rüber. Ja. Wo wir die Politiker noch ansprechen, habe ich noch eine kleine Überschrift dazu. Der Trump, also Kelly Craft, das ist die United Nations Nominierte von Trump, ja. Die hat gesagt, dass sie in beide Seiten des Klimawandels beliebt. Also sie glaubt an beide Seiten, und das ist so ein bisschen sehr absurd. Und dann wird dazu natürlich gesagt, dass ihr Mann Joe Craft, der ein Milliardär ist, dass er so der größte Investor in Kohleproduktion ist. Ja. Aber alleine die Vorstellung, ja, ich glaube, dass es den Klimawandel gibt, aber ich glaube auch nicht, dass es ihn gibt. Das ist so wie, da ist ein Auto, das ist rot, der eine sagt, es ist blau, und ich glaube jetzt mal beiden. Aber ist sie jetzt ein Genie? Oder ist sie einfach nur dämlich, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, aber vermutlich ein bisschen von beidem. Das Känguru sagte mal, wer für alles offen ist, nee, wie war das? Wenn man für alles offen ist, dann zieht's. Dann zieht's, mein Freund. Dann wirst du krank, wenn du für alles offen bist. Wenn du alle Türen offen hältst, dann zieht's, mein Freund, dann wirst du krank. Na, ist gut. Und man muss sich manchmal im Leben vielleicht dann doch entscheiden. Ja, aber wenn dein Mann in Kohleproduktion, ne, und dann musst du natürlich... Ja, scheiden lassen, keine Frage. Ja, aber dann bist du nicht mehr mit einem Milliardär. Aber kennst du auch so aus deiner Jugend so berühmte Pärchen, die sich, also wir hatten eine im Dorf, die war mit einem Nazi zusammen, obwohl sie selber Punk war, also links halt. Gab's auch. Es gibt Menschen, die können das offenbar zurückschrauben. Ja, es gibt Menschen, die Onkels Musik eher sich gönnen können. Und trotzdem Nazis sind, ja. Es gibt auch Nazis, die Onkels hören. Man glaubt es nicht, aber diese Ambivalenz existiert. Komisch. Ich habe mir neulich mal ein Konzert von Onkels angeguckt auf YouTube.
Der Kevin, wenn er live singt, ist halt echt finster, muss ich sagen. Also, ich also habe nichts dagegen. Ich habe echt nichts dagegen und ich mache das ja auch selber ganz gerne mal, obwohl ich dann eher so einen lokalen Rapper hier Hirnspalt habe ich da anfänglich parodiert. Dieses Ganze, ich bin super aggressiv, ja. Yeah. So, und das hat sich einfach so ein bisschen eingebürgert, deswegen mache ich das jetzt. Aber live bei ihm, der hat das jetzt auch schon 30 Jahre gemacht, ne? Weil irgendwann hörst du dich dann an wie Steve-O und Steve-O ist, glaube ich, aus gutem Grund kein Sänger. Endlich wieder neue Noten. Ich höre keine Noten, ich höre nur Gekotze. Ja, gut. Ja, aber jetzt haben wir mal drüber gesprochen, jetzt können wir uns wieder auf die Schulter klopfen. Wir haben jetzt was für Klimaschutz getan, richtig. Wir haben mal Leute jetzt aufgeklärt und jetzt können wir wieder im nächsten Jet. Jetzt reicht's auch, richtig. Sitzen, ja. Erstmal ein Steak essen nach dem Podcast und mit dem Flugzeug nach Afrika machst du für einen Tag. Ich werde aber jetzt tatsächlich mal meinen B12-Haushalt testen lassen. Weil irgendwie dachte ich, hey, als es eine Freundin neulich zu mir gesagt hat, dass sie das machen lassen hat nach 7 Jahren vegetarischer Ernährung und sie da sehr unterernährt war, ich dann nach 14 mittlerweile, vielleicht... Hast du echt Defizite? Nee, weiß ich ja nicht. Das will ich ja testen lassen. Aber also meine allergischen Ausschläge, nicht im Sinne von Ausschlag auf der Haut, sondern das ist immer mal wieder... The struggle is real tatsächlich. Also B12 findest du nur in tierischen Produkten, aber... Pass auf. Ich weiß, ja. Ich weiß, was du sagen willst. Was denn? Den Tieren in der Massentierhaltung, also die Tiere, die du isst, man sagt ja, du nimmst B12 oft durch Schweinefleisch essen und Kuhfleisch, aber auch diese Tiere bekommen das nur supplementiert. Ja, das Ding ist, das B12 ist nicht natürliches tierisches Eiweiß oder sonst was, sondern das kommt eigentlich von Bakterien, die zum Beispiel in Dreck auch sind. Aus dem Boden. Und das Ding ist, dass es ja dann in dem Sinne auch nicht natürlich im Fleisch ist, dass du rein theoretisch jetzt auch den Dreck essen könntest, dann hättest du auch B12. Das Argument also, stimmt also nicht zu sagen, ja, wenn du B12-Mangel hast, dann isst doch Fleisch. Mhm. Du kannst gleich sagen, nö, ich nehme gleich eine Tablette als Supplementierung, als das Tier dem das zu geben, die Supplementierung, dann esse ich das Tier. Ja. Da geht ja noch was verloren wahrscheinlich von dem B12, obwohl du eh nicht viel B12 brauchst. Und da, keinen Sinn. Da wird es bei mir jetzt ganz gefährliches Halbwissen, aber soweit ich das noch in Erinnerung habe, war es auch so, dass du normalerweise, wenn du Getreide oder sowas anbaust und das nicht mit Pestiziden veräumelt ist, dass dann auch diese Bakterien eigentlich an diesem Ding dran ist und das nur nicht in vegetarischer oder veganer Ernährung B12 zu finden ist, weil eben, also wenn du es selber anbauen würdest, theoretisch hättest du B12 drin. Aber das ist wirklich jetzt gerade. Na, B12-Mangel ist kein Ernährungsproblem, das ist ein Hygieneproblem, weil wir sehr hygienisch sind. Ja, kommt hin, also das, dann ist das ungefähr das, was ich gerade gesagt habe. Deswegen, also es kann passieren, dass du Mangel hast, aber ich nehme zum Beispiel gelegentlich B12-Tabletten. Aber ich gehe jedes Jahr zum Arzt, lass mich Blut testen und ich hatte noch nie mehr, ich bin jetzt seit 6 Jahren ungefähr Vegetarier und seit 3-4 Jahren bemühter Veganer und ich habe keine Mangelerscheinungen, also null. Ich hatte sogar, als ich Fleischesser war, hatte ich meinen Kalziummangel lustigerweise und ein bisschen Eisen. Und aber hast du es testen lassen oder sagst du jetzt einfach? Ich habe es testen lassen und B12 nehme ich einfach so, weil es halt nicht schadet und da brauchst du eh nicht viel davon. Und ich habe jetzt auch bei, ich sag die Marke jetzt nicht, aber so einen Käse, so einen veganen Käse gefunden, wo B12 auch drin ist gleich. Eichelkäse. Und es gleich reinmachen. Eichelkäse, ja. Jetzt ist es ich raus. Wollte auf einer niveauvollen Note enden. Denn du hast recht, der Eichelkäse von meinem momentanen Lover ist B12-haltig und da bin ich auf der sicheren Seite. Da haben wir es ja wieder mit der Hygiene. So ist es. Wir sind einfach zu hygienisch, Leute. Ja, ansonsten war das ein bunter Mischpott hier an Themen. Und ich fand es ganz schön, dass wir auch mal ernst geredet haben. Das nächste Mal machen wir wieder Pipi Kaka nur. Und nur Pimmelwitze. Und sagen nur, haha, Minderheiten, haha, die gehören doch alle abgeschoben. Und vergast und so, ja. Alle Nazi-Witze, lol. Ja. Aber bis dahin dauert es wieder eine Woche. Ja. Und es ist etwas im Busch bei uns vielleicht. Vielleicht gibt es ein Schwarzer. Ja, auch. Der uns beobachtet. Ha, das war jetzt eine gute Note für die zukünftige Folge. So Buschfunk hätte auch gut gepasst. Mhm. Vielleicht gibt es Veränderungen bei uns. George W. Kommt Internet. Richtig. Da kommt und brennt hier alles ab. Nice. Gut, ja, dann hätten wir das anteasern. An dieser Stelle gut geklärt. Wir haben uns wieder nicht vorgestellt, aber das machen wir in der nächsten Folge. Können wir es auch am Ende machen. Ah, okay. Das war der Brennpunkt Internet mit Star Entrepreneur Rino Tanori. Della Chanson, Ranacher. Ja. Tino Ranacher. Ranacher? Ranacher. Ja. Danke dafür. And Robin Los Femmeratu. Ja. Der auch. Okay, liebe Leute. Dann, die Musik ist aber. Es ist echt eine gute Musikwahl. Finde ich nicht.
Aber ein bisschen leiser, ja. Ich finde es unerträglich. Ja, sie ist wirklich relativ laut. Aber das ist besser als die Onkels, aber das ist auch nicht schwer. Ja.